Moin Leute, ich habe drauf gewartet und das Video ist da. Ihr habt es im Titel vielleicht gelesen. Svartalfheim, die nächste Karte von Nekatos, der Macher von Valguero und von Fjordur, hat seine Karte rausgehauen. Klar, ist erstmal nur eine Mod-Version. Am 30. September startet das Ganze schon in 6 Tagen. By the way, Leute, ab dem 30. wird es auf Twitch-Streams geben und ich werde auch die Twitch-Streams wahrscheinlich auf YouTube mal gucken, ein bisschen hochladen im Nachhinein, aber schaut euch auch gerne bei Twitch bei mir vorbei. Ich werde die Karte ab dann streamen und die bei mir im Cluster sind. Wenn die Karte so ist, dass wir sie im Cluster aufnehmen können, kommt sie bei mir auch ins Cluster rein, nur mal so nebenbei am Rande. So, wir gucken uns hier den Teaser-Trailer an und ich möchte eine Sache sagen, Leute. Das Ganze ist hier bei Maeve offiziell hochgeladen. Schaut da gerne rein, Link in der Beschreibung. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und natürlich auch gerne den Abo-Button mal bei ihm drücken, dass wir da Unterstützung haben, weil geiles Video. Ich habe mal kurz durchgesappt. Support muss auf jeden Fall rausgehen. Und auch vielen, vielen Dank, wie gesagt, an Nikatus, dass er diese Map macht. Schaut auch gerne bei seinem Twitter-Account vorbei. Da postet er mal regelmäßig viel. Ich packe auch diesen Link euch in die Beschreibung und schaut da gerne rein. Und wir gucken uns jetzt gemeinsam den Trailer an. Aber wie gesagt, geht lieber nochmal auf den Maeve-Kanal danach und schaut es doch gerne mal da, einfach ohne meinen Kommentar an. Aber wir gehen hier Stück für Stück die Bilder durch, Leute, und checken mal ab, was wir so alles sehen. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Oder ihr hört sie sogar überhaupt. Ich hoffe, man hört sie überhaupt. Ich mache sie ein klein bisschen lauter, vielleicht sogar. Also, wir haben ja einige Landschaftsbilder, die wir im Vorfeld auch schon gesehen haben, Leute. Von Bildern. Oder vielleicht wart ihr auch schon drauf. Wir haben ja auch schon die Alpha drauf gespielt. Und hier sehen wir Kanufahren. Erinnert mich ja wie an Lost in dem Trailer. Sorry fürs viele Stoppen, aber ich will gucken, dass wir irgendwelche Secrets irgendwo sehen. Wisst ihr, aktuell sind es sehr schöne Landschaftsbilder. War da gerade was? Ich bin mir nicht sicher, ob es einfach nur ein Tech-Dino war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wie fanden die, aber diese Aberrant, die eine Höhle. Hier ist der wunderschöne Redwood, Leute. Mega geil. Thylan und Redwood. Die ganzen Statuen. Zack, geiler Schnitt. Geiler Schnitt. Die Vulkangegend, die Höhle runter. Der Lavabereich, hier werden wir wahrscheinlich die blauen Magmas treffen. Eisenschmiede, da ist sie. Oh, der blaue Rex. Die blauen Rex, Leute, mega geil. Habe ich Bock drauf. Die Loot Drops, die neuen. Auch wieder Bilder aus der Gegend. Schön zelten im Wald mit seinen Freunden, man kennt's. Urgeiler Shot. Richtig geiler Shot. Dungeons auf jeden Fall. Die Burg kennen wir auch schon. Da kommt man, die kann man drin raiden. Oh, komm, irgendwas Secret-mäßiges. Komm, drop noch ein bisschen. Irgendwas Geiles. Oh, sieht eigentlich so mega aus. Rocktracks. Oh, es gibt wahrscheinlich Rocktracks auf der Karte. Ja, gibt es. Safe, klar, um sie den Trailer sonst. Ey, das sieht so cool aus. Leute, Trailer zu Ende. Es ist geil. Es ist einfach verdammt geil, dass im Endeffekt die Karte kommt. Wie gesagt, schaut gerne beim Day vorbei. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Könnt ihr auch gerne sowas wie hier, ich sag jetzt mal, echte Shady Army, müsst ihr jetzt nicht schreiben, aber vielleicht könnt ihr ein paar liebe Grüße von hier da lassen. Hat er verdient. Geiles Video, Leute, richtig geil geschnitten. Und da würde ich sagen, das war's an der Stelle mit diesem Video. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr auf jeden Fall, wie gesagt, wir werden, ich sag mal so, ich mache mal ganz kurz, hängen noch ein bisschen was hinten dran, weil das kann man mit hier reinpacken. Natürlich wird es auch Guides geben, ja. Also vielleicht Ressourcen-Guides, Spawn-Guides, Videos zu den Elite-Dinos. Wird dann wahrscheinlich ein mindestens mal wöchentliches Svartalfheim-Video geben. Das könnt ihr dann vielleicht in den Dienstagslot einlegen, weil Dienstag habe ich aktuell keinen Upload. Da reinzukommen, dass wir sagen, wir machen da einfach wöchentlich News-Content, wenn Patches kommen, Patch-Content. Also, wenn ihr Bock drauf habt, und es hängt aber immer, sorry, das Mikrofon gekommen, wenn ihr da Lust drauf habt, das hängt ein bisschen von euch ab und ihr das Ganze auch, ich sage erstmal, schaut, weil wenn ich sehe, die Videos kriegen Klicks, dann macht es ja auch Sinn, wird es einen kompletten Svartalfheim-Support geben. Ja? Also von Ressourcen-Guides über Dino-Guides, über Boss-Guides, über Dungeons, Artefakte, neue Kreaturen, Erklärungen, vielleicht Taming-Guides, wenn es irgendwelche neuen Sachen gibt, eventuell neue Bosse. Wie gesagt, alles wird es, wenn es möglich sein sollte,
Umsetzung geben. Ja, wie gesagt, hängt davon ab, ob ihr daraus einen Bock drauf habt. Also, ich würde sagen, an der Stelle, Leute, teilt das Video gerne, sagt so vielen Leuten wie möglich, dass ab 30. September losgeht und auch, wie gesagt, auch hier nochmal, es wird Streams dazu geben auf Twitch und falls ihr einen PC-Server sucht, unserem kleinen Cluster, wir haben nicht viele Karten drinne. Ich glaube, aktuell haben wir Ragnar, Genesis 2, Fjordur und Caballus und dann wird wahrscheinlich dazu dann halt Svartalfheim kommen, wenn sie spielbar wirklich gut ist, weil ich habe aktuell noch keinen Stand gehabt, was hier stand. Hier steht ja nur Svartalfheim Get Release am 30. September. Ich habe aber noch nicht rausgelesen, ob hier irgendwas steht, ob es eine Art Early Access ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Ist es irgendwie komplett fertig oder ist es, weil ich glaube, komplett fertig wäre ein bisschen krass, oder? Ich könnte mir fast eher vorstellen, dass es in so einem, in der noch nicht 100% fertigen Version ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann es nicht genau sagen, wie es am Ende sein wird. Oder? Hier steht auch nirgendwo. Ich weiß nicht. Ich habe dazu nichts gefunden. Wenn ihr dazu irgendwas wisst und ihr habt irgendwie da eine Info, könnt ihr mir diese gerne mal schicken. Ich meine, es wäre cool, wenn vielleicht Nikatus, aber ich glaube nicht, dass er das Video hier sieht. Aber wenn er es sehen sollte und bis hierhin zugeschaut hat und du vielleicht weißt oder du uns vielleicht sagen könntest, kommt die Karte in einem finalen Status oder ist sie in einem Early Access? Natürlich würde mich das auf jeden Fall mal mega interessieren. Ich habe jetzt, wie gesagt, gerade nichts dazu gefunden. Auch unter dem Video ist, glaube ich, noch nichts, oder? Teaser, Sponsored by G-Portal. Sie ist halt nichts auf jeden Fall. Okay. Hat er hier immer auch was drunter geschrieben? Nikatus, warte, beim Get Release. Ich hätte nur Get Release. Wie gesagt, Get Release könnte auch fertig heißen. Aber wisst ihr, was ich meine? Das muss halt nicht sein, dass das irgendwie nicht fertig kommt. Aber das, ja, kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich sage einen schönen Tag. Teilt das Video gerne. Lasst auch gerne einen Kommentar da, zum Beispiel, warum Shady, nach 3 Minuten warst du mit dem Trailer durch? Warum hast du es denn auf 7 Minuten hinausgezogen? Unnötig. Clickbait. Nicht Clickbait, falsche Wort. Aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Schreibt einfach rein, was ihr möchtet. Vielen Dank und euch noch einen schönen Samstag. Und ja, man sieht sich. Ciao. Ich weiß, das war's, aber bleib am Start. Zocken wir noch eine Runde Survival Arc. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem einen Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.